Ein anderes Thema, ein anderer Player im Markt ist, wie Sie wissen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir genau hingeschaut, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich auch ins Internet geht und mobil sich aufstellt. Das soll er auch. Das ist ihm auch vom Verfassungsgericht so bestätigt worden, dass er das darf. Er hat da quasi eine Garantie, auch diese neuen Kanäle zu nutzen. Das ist überhaupt keine Frage. Das stellen auch die Verleger überhaupt nicht in Frage. Die Verleger stellen auch nicht in Frage, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie hier zu sehen, auch mit Bewegtbild ins Internet geht. Das heißt, wir wehren uns überhaupt nicht, natürlich, selbstverständlich nicht gegen Audio, auch nicht gegen Video. Das sind die ureigenen Aufgaben, das ist die Grundidee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Insofern hat das, was ich hier gerade zeige, in der Tat erst einmal unmittelbar nichts mit unserer Beschwerde zu tun, beziehungsweise mit der Klage der 8 Verlage, von denen Sie gehört haben, beim Gericht. Denn das hier ist Bewegtbild, das haben wir abfotografiert und ich habe vorhin mal durchgeschaut, ich habe erkannt, dass die Qualität von ZDF hier etwas besser ist, oben ist etwas verschwommen, da muss ich ARD in Schutz nehmen. Das hängt nicht an ARD, das hängt an uns, das hat mit der Fototechnik zu tun, also danach mit dem Anbringen auf der Leinwand. Also es ist nicht so, dass Sie in diesem Fall mit dem ZDF besser sehen. Das hängt an uns. Aber dieses Bild und vor allen Dingen die Diskussionen über das, die gelaufen sind, haben doch etwas dann doch mit unserer Argumentation und unseren Überlegungen zu tun, wenn auch mittelbar. Denn es gab ja hierüber Diskussionen über die Doppelausstrahlung, die Doppelsendung der Hochzeit von Kate und William. Da gab es ja nur wirklich Diskussionen. Man kann der Auffassung sein, gut, die Öffentlich-Rechtlichen haben die Kameras, sie haben die Leute, sie haben das Geld, warum sollen sie nicht nach London fahren und das alles zeigen? Auf dem Standpunkt kann man stehen. Man kann aber auch auf dem Standpunkt stehen, das ist des Guten zu viel. Das ist hat mit Grundversorgung nichts mehr zu tun. Das ist eine Überversorgung. Das ist verschwenderisch und das wollen wir nicht. Das sind Grundüberlegungen, die wir auch haben. Allerdings, wie gesagt, nicht an dieser Ecke, sondern an ganz anderer Stelle, nämlich an dieser. Hier geht es nicht um Bewegtbild, hier geht es auch nicht um Radio, hier geht es nicht um Hörfunkbeiträge. Hier geht es uns um Texte. Und zwar nicht erst seit letzter Woche, nicht erst seitdem eine Klage eingereicht worden ist, sondern seit 10 Jahren. Und es geht nicht allein um Apps. Die Apps sind zwar jetzt Gegenstand der Klage, das ist richtig, weil es ein aktuelles Angebot auf dem Markt ist. Ich darf aber daran erinnern, dass wir bereits vor 10 Jahren wegen der Vertextung und der Probleme, direkt nachdem wir wirklich ausführlich diskutiert haben, auch mit den Intendanten zur EU-Kommission gegangen sind. Und zwar auch wegen Tagesschau.de. Also wenn Sie heute fragen, warum sind Sie nie gegen Tagesschau.de vorgegangen, dann weise ich darauf hin, wir sind vor 10 Jahren schon gegen Tagesschau.de vorgegangen. Und zwar direkt in Brüssel an prominenter Stelle und mit einer Beschwerde. Und nach uns ist der VPRT übrigens auch mit seiner Beschwerde gekommen. Der hat aber mehr mit Steuern Sportfinanzierung zu tun. So, wir wehren uns also schon seit langem dagegen. Und jetzt sind Verlage hingegangen und haben Klage eingereicht. Nachdem wir den ganzen Prozess durchlaufen haben, nachdem die EU das angestoßen hat, nachdem wir das Gesetz haben, nämlich den Rundfunkstaatsvertrag, den 12. Und jetzt schauen wir uns an, wie wird denn dieser Staatsvertrag angewendet? Wir schauen uns an, was wollten denn die Ministerpräsidenten? Die haben uns nämlich gesagt, und die haben das in der Pressekonferenz gesagt, bei der Verabschiedung des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags. Sie gehen davon aus, dass alles im Wesentlichen sendebezogen sein soll und dass es keine Presse geben soll, keine Texte, keine presseähnlichen Angebote. Das war der ursprüngliche Ansatz der Ministerpräsidenten. Und dann haben sie diesen Staatsvertrag verabschiedet und jetzt gucken wir an, was ist daraus geworden und wie wird das angewandt? So, und das Ergebnis sehen Sie hier auf der Leinwand. Und wir sagen, das ist nicht in Ordnung. Und warum ist das nicht in Ordnung? Und jetzt nehme ich Sie, wenn Sie erlauben, und Herr Fuhrmann, und wenn ich die Zeit noch habe, nehme ich Sie gerade noch 2, 3 Sätze mit in die juristische Welt, die dahinter ist. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, aber es ist hochinteressant. Ich verspreche es Ihnen.
Also, was die 8 klagenden Verlage, und sehen Sie bitte die 8 klagenden Verlage stellvertretend für die Branche. Das sind nicht die 8 klagenden Verlage. Es ist die Branche, die dahinter steht, mit all ihrer Argumentation, die wir seit 10 Jahren schon fahren. Was ist die Argumentation? Wir schauen rein in den Rundfunkstaatsvertrag. Ich habe Ihnen hier den Originaltext noch einmal vorgelegt. Nicht sendungsbezogene, presseähnliche Angebote sind nicht zulässig. Mit anderen Worten, nicht sendungsbezogene, presseähnliche Angebote sind unzulässig, dürfen erst gar nicht erscheinen. Dürfen, ich füge das noch an, auch eigentlich gar nicht durch den Drei-Stufen-Test. Sie können durch den Drei-Stufen-Test gar nicht geheilt werden. Sie können durch den Drei-Stufen-Test nicht zulässig gemacht werden. Denn davor steht diese Bestimmung, nicht sendungsbezogene, presseähnliche Angebote sind nicht zulässig. Auf den Punkt gebracht könnte ich sagen, also man hätte sich sparen können, die Tagesschau-App durch den Drei-Stufen-Test zu jagen. Das haben wir dann getan. Und sie hätten am Ende aber zu der Erkenntnis kommen müssen, wir dürfen es eigentlich gar nicht, denn es ist schwarz auf weiß nachzulesen. So. Jetzt fragen wir uns, okay, nicht sendungsbezogen, ist denn die Tagesschau-App nicht sendungsbezogen? Ja, es ist sie. Schlichtweg, das ist sie, denn das hat die ARD selber so festgelegt. Das kommt nicht von uns. Die ARD hat alle Telemedien als nicht sendebezogene Telemedien deklariert und genehmigt. Also da ist gar nicht an uns irgendwas zu rütteln oder zu diskutieren. Das haben sie selber festgelegt. Sie haben das natürlich bewusst getan, weil sie sich damit einiges gespart haben. Denn im Rundfunkstaatsvertrag steht auch, also man muss die sendungsbezogenen Inhalte ausweisen. Und zwar genau nach Bezug und Inhalt und Zeit und so weiter. Ja, das spart sich natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn er sagt, alles ist nicht sendebezogen. Dann brauchen sie auch nichts zu markieren. Also es gibt bestimmte Vorteile, die sie sicherlich dabei haben, wenn sie sagen, es ist alles nicht sendebezogen. Aber ich sage Ihnen, wir haben, abgesehen davon, dass die ARD das selber so deklariert hat, wir haben selber die Übung vorgenommen. Wir sind selber ins Netz hingegangen zu einem Stichtag und haben jetzt mal geguckt, sind in die App eingestiegen. Was ist denn nach unserer Wahrnehmung, was man recherchieren muss dann? Was ist denn da sendebezogen und nicht sendebezogen? Das heißt, was bezieht sich jetzt an den Texten? Es geht nur um Texte, ich darf es nur wiederholen. Was bezieht sich jetzt an diesen Nachrichtentext tatsächlich auf eine konkret gelaufene Sendung bzw. auf ein konkret bezogenes Thema? Und Sie können sich vorstellen, wir haben durchaus Themen gefunden, die nicht in der Sendung gelaufen waren und auch nicht gelaufen sind, also eben nicht sendebezogen sind. Also da brauchen wir gar nicht dran rumzudeuteln. Das ist quasi vorgegeben. Es bleibt der Punkt presseähnlich. Was ist presseähnlich? Ja. Schauen wir uns hierzu die Begründung an. Denn die Ministerpräsidenten, als sie damals vor die Kamera getreten sind und als sie das Gesetz geschrieben haben, hatten bestimmte Vorstellungen. Und das haben sie nicht so ins Gesetz reinschreiben können, weil Gesetze sind kurz und knackig, wie sie es hier haben, und müssen ausgelegt werden. So, und das haben sie aber in der amtlichen Begründung getan. Und die amtliche Begründung sieht so aus, ist ein bisschen verschroben, ist nochmal Juristerei, aber ist halt der Originaltext. Es soll der Tendenz begegnet werden, dass von Rundfunkanstalten angebotene, nicht sendebezogene Telemedien, haben wir ja hier vorliegen, den inhaltlichen und gestalterischen Schwerpunkt in Texten setzen. Es soll also der inhaltliche und gestalterische Schwerpunkt nicht in Texten liegen. So, und jetzt gucken wir uns das Angebot noch an, und da sind wir der Auffassung, wenn Sie sich das mal aufs Smartphone holen, ja, so, auf Ihr Smartphone, wenn Sie sich das mal draufholen und scrollen, dann haben Sie erstmal Text, dann haben Sie Text, dann haben Sie ein Bild, dann haben Sie Text, dann haben Sie wieder Text und noch einen Absatz. So, so ist es. Und das alles gegliedert auch zeitungsmäßig in den einzelnen Ressorts. Wirtschaft, Kultur, Sport und so weiter und so fort. Und da sagen wir, das hat den Schwerpunkt durchaus in den Texten. Ja, es ist die Frage, wie kommt man jetzt dahin, diesen Schwerpunkt nicht so zu gestalten? Auch darüber haben sich die Ministerpräsidenten Gedanken gemacht. Und auch dazu haben sie etwas geschrieben in der Begründung, nämlich Folgendes. Ein solcher textlicher Schwerpunkt kann vermieden werden, wenn öffentlich-rechtliche, nicht sendungsbezogene Telemedienangebote, wie wir sie hier haben, ihren Schwerpunkt in einer Hörfunk- und oder fernsehähnlichen Gestaltung haben. Schalten wir nochmal zurück, schauen wir es uns nochmal an. Wo ist hier die Hörfunk- bzw. Fernsehgestaltung im Schwerpunkt? Wir sehen sie nicht. So, und hier kommen wir zu der Auffassung, das ist nicht so, wie es gemeint war. Hier stimmt die Praxis mit der Theorie nicht überein. Wo ist jetzt der juristische Ansatzpunkt bei dem Ganzen? Also es hat eine Wettbewerbsklage gegeben vor dem Landgericht Köln, also vor einer Wettbewerbskammer.
Ja, das ist kein Verwaltungsgerichtsverfahren gegen den Drei-Stufen-Test oder dergleichen. Nein, nein, das war eine Wettbewerbsklage. Und das richtet sich nach UWG, das ist das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und im UWG ist eine Vorschrift, in Paragraphen 4, Nummer 11, da steht drin, wenn jemand gegen Marktverhaltensregeln verstößt, dann ist das wettbewerbswidrig. Nochmal, wenn jemand gegen Marktverhaltensregeln verstößt, ist das wettbewerbswidrig und ist zu unterlassen. So, und diese Marktverhaltensregeln, die habe ich Ihnen eben beschrieben. Die steht nämlich im Rundfunkstaatsvertrag. Da steht klar drin, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich am Markt zu verhalten hat. Und da sind wir der Auffassung, dagegen wird verstoßen und demnach ist das auch wettbewerbswidrig. Und da muss man sich überlegen, was man jetzt tut. Und das ist, wenn wir im UWG sind, genau die Systematik, die ich vorhin, jetzt schließe ich den Bogen zu dem, was ich eingangs sagte, genau die Systematik, die vom Staat gewollt ist. Passt auf, was im Markt passiert, guckt und wenn was nicht in Ordnung ist, dann sagt uns das. Das heißt, beschwert euch und klagt. So. Und auch hier, glauben Sie uns, diese Klage ist wirklich das Ultima Ratio. Wir haben mindestens zehn Jahre lang, diskutiert. Wir waren 10 Jahre lang auch guter Hoffnung, dass am Ende auch das Richtige bei rauskommt. Ist es nicht. Unseres Erachtens. Und wir sind auch wieder bei der EU-Kommission gewesen und haben ihnen das erzählt und haben das auch so vorgelegt. Und sie hatten Verständnis dafür und haben gesagt, also wir gucken uns jetzt ganz genau an, was da passiert. Denn es ist durchaus so, wenn der Auftrag nicht klar definiert ist, dann ruft das Brüssel wieder auf den Plan. Denn Beihilfen, das sind die Gebühren, Beihilfen gibt es nach EU-Recht nur dann, wenn ein Auftrag klar definiert ist. Denn nur wenn ein Auftrag klar definiert ist, kann man auch ordnungsgemäß kontrollieren. Und wir sagen, das muss jetzt erstmal hier in Deutschland noch geklärt werden. Also es ist nicht so, dass die EU die Hände in den Schoß legt und das alles nicht interessiert. Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie das, was wir vorgetragen haben, mit großem Interesse entgegengenommen haben und werden aufmerksam hier schauen, was hier passiert. So, ich danke Ihnen jetzt erstmal für die Geduld, dass Sie mit mir durch diese zwei Dinge, Google und öffentlich-rechtlicher Rundfunk, einmal mitgegangen sind, wenn es auch an der einen oder anderen Stelle etwas juristisch war. Aber ich denke, es war mal wichtig, Sie auch mal über diese Dinge zu informieren, damit Sie auch sehen, warum machen wir das und mit welcher Argumentation. Und hier sind wir ja doch ein Stück weit weg, ja, ich sag mal, von dem Politischen, was immer so ein bisschen mitspielt, auch in den Veröffentlichungen, auch meinetwegen auch ein bisschen Polemik. Hier geht es jetzt wirklich um Fakten, hier geht es um Juristerei. Und jetzt lassen wir mal die Richter uns die Sache näher anschauen und gucken, was die Richter dazu sagen.